Moin, ihr Füchse da draußen, willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und nach einer viel zu langen Pause begrüße ich euch mal wieder zurück zu World of Warcraft. Ja, erinnert euch noch, dass wir das auch noch so ein bisschen spielen? Das ist ein bisschen her, ne? Aber ja, wir waren ein bisschen am Questen. Und ich bin ganz ehrlich zu euch, wie euch vielleicht aufgefallen ist, ist in letzter Zeit die Zeit etwas knapp und deswegen, ich guck mal. Also wir werden auf jeden Fall jetzt nochmal eine gemütliche, lange Aufnahmesession machen. Aber ich denke mal, dann soll es das auch erstmal mit World of Warcraft gewesen sein. Wir haben questmäßig soweit alles gemacht. Man müsste vielleicht nochmal die Dungeons machen, das war so als Stream-Event ja eigentlich mal geplant. Aber mal gucken. Ich muss mal schauen, wie lange mein Monatsabo noch gilt, weil ich werde das jetzt tatsächlich erstmal kündigen, weil sich die 15 Euro für mich einfach nicht lohnen. Und so, ich komme vielleicht im Monat einmal dazu, das zu daddeln für 2,5 Stunden und dafür sind 15 Euro im Monat dann doch einfach zu krass oder 13 oder was auch immer das kostet. Lohnt nicht. Aber genug erstmal davon. Ihr könnt euer Wehklang auf jeden Fall in die Kommentare posten. Vielleicht kriegt ihr mich ja doch nochmal wieder überredet. Hat ja schon mal geklappt. Ja. Aber ich muss auch sagen, wie es ist. Es ist halt auch so. Es ist auch nicht unbedingt super spannend zum Spielen. Wobei ich schon gestehen muss, dass mir die Story relativ gut gefallen hat. Also, das war auch schon langweiliger, muss man sagen. Also, die haben sich schon Mühe gegeben, jetzt auch diese Quests halt entsprechend spannend zu gestalten. Ja. So, was müssen wir denn überhaupt machen? Dringende Verbindlichkeiten. Binderin sah Theresa getötet und Liedstein. Wir müssen irgendwie so in diese Richtung. Ja, einfach mal machen, würde ich sagen, ne? Ich bin leider ein bisschen raus. Ich weiß nicht mehr so genau, was wir tun sollen, aber ich denke, da ist die Binderin da hinten. Das sieht ganz gut danach aus. Da ist sie auch schon. Hallo? Ich werde dich jetzt einfach umbringen und hoffe das Beste. So, oh, munter, ne? Immer munter. Sieht das irgendwie anders aus hier, so diese Lebensbalken? Es wirkt irgendwie anders. Es gab, glaube ich, auch nochmal wieder ein Update oder so. Ich bin ja nicht mehr so im Game. Häschen hält mich immer auf dem Laufenden mit neuen Updates. Es sieht jetzt auch stark nach dem Volpera aus. Also spätestens die Volpera könnten dann nochmal ein Grund sein für ein Return des Blaufuchses zu World of Warcraft. Aber versprechen möchte ich es nicht, weil tatsächlich bei mir jetzt so ein bisschen mein Prinzip jetzt, was Let's Plays angeht, tatsächlich von MMOs weggeht. Es ist einfach zu zeitintensiv und ich muss sagen, wie es ist. Ich mache es halt ja nur so als Hobby und es ist einfach zeitlich wirklich schwierig so mit MMOs. Die fressen einfach so viel Zeit. Du kommst dann im Let's Play halt auch nicht voran und dann dauert das Gefühl, spielst du dann... Okay. Ja, hast du das Gefühl, du spielst nur World of Warcraft, Alter. Und man hat ja dann irgendwann auch mal Bock, wieder was anderes zu machen, ne? Weil es auch nicht alle anspricht. So, fehlende Reagenz, Fischknochen, irgendwas. Wo krieg ich das denn hin? Gibt's das da? Ja, hier. Die haben die Fischknochenschlüssel. Ja, dann komm mal ran, du. Wieso hat das jetzt nicht geklappt? Ich wollte die doch ranziehen, wollte ich doch. Ich wollte die doch ranziehen. Naja. Auf jeden Fall machen wir jetzt einmal nochmal eine lange Aufnahmesession, bis ich nicht mehr reden kann. Also mindestens nochmal 7 Völkchen gibt es auf jeden Fall jetzt, denke ich mal, nochmal. Oh, gucken wir mal. Mal schauen. Mal gucken. Ich wollte es doch schon mal anmerken, damit ihr schon mal Bescheid wisst und nicht zu böse seid. Aber so ein MMO ist halt nie zu Ende und irgendwann muss man halt auch sagen, du, jetzt reicht das auch. Und ich fand, wir sind ja gut über die 100 Folgen rüber und wir haben im Grunde das Addon ja schon quasi durch. Also es gibt noch ein bisschen was. Ich habe irgendwie die Main-Plot-Story verbaselt. Keine Ahnung. Irgendwas habe ich da nicht so ganz verstanden. Es gibt auch noch diese Schlachten, die ich jetzt nicht gemacht habe. Aber es gibt viel zu viel. Es kommt ja auch immer wieder Neues dazu. Und irgendwann ist halt auch mal... Ist die Sättigung erreicht, sag ich mal so. Nee. So. Haben wir jetzt so einen Schlüssel gekriegt? Nee. Immer noch kein Schlüssel. Doch, ich will so einen Schlüssel haben. Hallo? Verstehe ich da irgendwas nicht, oder was? Ein Schlüssel. Den Schlüssel. Wollen wir mal gucken, ne? Vielleicht kriegen wir noch einen Schlüssel. Wer weiß. Also, ich habe ja noch Hoffnung, dass wir noch einen erhalten werden. Aber du, oh, dort sehen wir dann, ne? Dort sehen wir dann. Heute am anderen. Erstmal hier so ein paar schmuddelige. Wobei, der sieht eigentlich jetzt ganz schön cool aus, wenn man mal ehrlich ist. Endlich so ein Schlüssel hier, du. Also von den blauen kriegen wir die nicht. Müssen die grünen angreifen. Da, ein von fünf. So, hier, guck mal da. Das ist so eine Wache. Der hat so ein Ding. Komm her, du. Ich. Hat so süße Bartel irgendwie. Also sieht schon jetzt schnuckelig aus, so. Vom Charakterdesign. Gegnerdesign.
Schon irgendwie witzig. Da haben wir schon hässlichere Gegner gesehen, ne? So, hier, du, hauen wir doch mal drauf. Hast du einen Schlüssel für mich? Das ist nett. Zwei Schlüssel. Bleib mal den nächsten Dorfbewohner befreien. Freiheit für die Dorfbewohner. Hack, siehst du. So, der hat bestimmt auch nochmal so ein Teil. Komm. Ja, gönn dir. Landbewohner. Du, ich kann inzwischen unter Wasser atmen, weil ich irgendeiner Robbe geholfen habe. Oder was war das? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Insofern finde ich die Bezeichnung Landbewohner schon ein bisschen fies. Also, da musst du erstmal deine Fakten checken, Junge. Ja. Joa, oh, kaputt, ne? Noch ein Fischknochen, geht voran. Ist da noch jemand anderes oder was, der hier meine Quest macht? Du, hallo, ich will hier den... Hat er auch so ein Ding? Nö. Freiheit der Meere. Wo immer drauf noch, ne? Ja, ja, hier einen nochmal drauf geknödelt und das ist auch gut, ne? Dann werde ich dich jetzt mal eben befreien hier, bevor du gegessen wirst. Du bist zu Menschensuppe verarbeitet. Das wollen wir nicht, das können wir auch nicht verknusen. Kümmern wir uns drum. So, da hinten sehe ich noch einen Käfig und auch einen passenden Wächter, der hundertprozentigen Schlüssel für uns parat hat. Hab da ein gutes Gefühl, muss ich sagen. Also ich glaube schon, dass das klappt. Hallo, guten Tag. Kommen Sie bitte näher, kommen Sie bitte ran. Landbewohner! Ja, munter, ne? So, hier, guck mal. Kriegst du noch so einen reingeknödelt, dann wird das gut. Ja, also. Hast du auch einen Schlüssel dabei für mich? Ja, guck mal. Hat er? Hat er dabei, ne? Na dann. So, und noch ein. Schuppenwache der Zetschier. Ja, guck mal. Guck mal wieder her, du, ne? Guck mal wieder längs. Auch auf stillen Wegen sind Pfützen oder so. Ich habe das schon wieder vergessen, was die immer schnacken. Bin ein bisschen raus, ne? Bin ein bisschen raus, so. Guck mal wieder längs. Wer hätte das gedenkst? So, guck mal hier. Die letzten noch eben befreien und dann haben wir das auch geschafft. Guck mal. So. Was haben wir da noch? Noch mehr. Ich muss noch gebundene Meereswogen töten. Alter, was hier nicht alles ist, du. Das sind die blauen, oder was? Jawohl. War doch nicht sinnlos, die umzubringen. Nehm alles zurück. Richtig cool ist das sogar. Komm mal her, doch. Weiß zwar nicht mehr, warum ich euch umbringen musst, du, aber das ist ja hier das Game, ne? Geh irgendwo hin, knallst ein paar Leute um, gib Quest ab. Geh wieder hin, knallst ein paar Leute um, gib Quest ab. Zack. So. Zwei Stück noch. Zwei. Was ist das für einer? Das ist auch so ein gebundener Meereswogen. Du, den ziehen wir mal gemütlich ran, ne? Hallo. Siehst schön aus. Hübsches Gesicht so. Weiß auch nicht, was das da ist, was du da dein Gesicht schimpfst, aber sieht ganz nett aus. Was ist lustig eigentlich? Wie so ein Steinkopf. Sogar Rippen hat er. Die sind zwar außen, aber hey. Jeder, wie er das mag, ne? Oh, hier hat mir jemand geholfen, glaube ich. Da ist jemand. Hallo. Guten Tag. Hallo. Wir sind nicht mehr allein. Ja, ich bin dabei. Du, ich zieh uns hier mal eben ran, ja? Warte. Warte jetzt. Los. Das Ziel wurde von einem anderen Spieler beansprucht, aber ich konnte immerhin einmal draufknölzen und das hat ja gereicht, ne? So. Würde ich sagen, können wir den Quest erstmal abgeben. Aufmounten, wegrennen. Guck mal, er hat nicht so einen coolen Fuchs wie wir. Übrigens gibt es den immer noch nicht als Kuscheltier. Bin ganz traurig. Aber ich finde den so cool. Ich brauche noch ein Bild mit dem. Immer noch, siehst du? Immer noch nicht gemacht. Erstmal einen Künstler finden, der das gebacken kriegt. Diesen Comic-Style. Am besten muss es halt auch dann ein bisschen in diesem Comic-Style sein. Zatsush würde sich anbieten. Aber da an der komischen Krieg, du.
Da kannst du auch knicken. Das machen wir auch nicht so. So, Freiheit für das Meer. Das sollte ihr Vorhaben etwas auffallen. Ich danke euch dafür. Quest beenden. Dringende Verbindlichkeit. Ist die Meereshexe tot? Ja, ich habe sie umgebracht. Ich weiß nicht, was das ist, aber es gefällt mir überhaupt nicht. Du hast ja auch noch Klöterkram dabei, ne? Komm mal wieder längs. Ja, Quest beenden. Ins Netz gegangen. Mit so vielen Leuten sollten wir unsere Stellung hier halten können. Ruder und Fischernetze geben erstaunlich effektive Waffen ab. Quest beenden. Kudüng. Dudü. Wogen der Gezeugen. Ich bin keine Gezeitenweise, aber selbst ich kann sehen, dass das kein gutes Zeichen für die Bastion ist. Es gibt dort ein Tortolianer namens Recall, der uns dabei hilft zu vereideln, was auch immer die Nager vor dem Damm im Schilde führen. Er würde das sicher gern sehen. Sprecht mit Recall in Fort Dalen. So mogen wir das so, ich sag dir das. Wir mogen das Tal wieder flott. Auf nach Fort Dalen, das ist wahrscheinlich auch der letzte Ort hier. Und dann? Mühlsteinweiler. Moment, auf nach Fort Dalen. Das Abendflut Delta. Wisst ihr Bescheid, ne? Da wisst ihr Bescheid. Was ist das denn hier Schönes? Irgendwas leuchtet da merkwürdig lila. Was ist das? Ja, wir wissen es nicht, ne? Aber sieht jetzt nicht unbedingt gut aus, muss man sagen, ne? So, nicht unbedingt gut. Aber wir ignorieren das erstmal. Voller Freude. Und wandern weiter. Guten Tag, hallo. Fort Dalen. Dalen, Dalen, Dalen. Moin. Recall, guten Tag. Ja, sag ich doch, ne? Also, wie man vielleicht an meinen Titten merkt, mich eine Dame, wie man ja wohl hier auch sieht, also, naja gut, so doll. Naja gut, die sind schon eingepackt, also man kann die schon sehen. Ich finde, sie stechen schon heraus, ja. Früher oder später ändern sich die Gezeiten. Das tun sie immer. Wogende Gezeiten. Das ist beängstigend. Sehr beängstigend. Quest beenden. Okay. Denn der Aalfisch, der hat Zähne. Wenn ihr mitspielt, können wir den Norgor eine lustige Überraschung bereiten. Recall zieht langsam eine Schriftrolle hervor und wedelt damit vor eurem Gesicht herum. Ich benötige aber ein paar Zähne von Meeresraubtieren für den Zauber. Glücklicherweise haben die Norgor ein paar widerliche Orle mitgebracht. Bring mir ein paar ihrer Reißzähne. Sammelt 16 Abgrundaalzähne. Alles klar. Von Räubern rauben. Die Norgor nehmen sich einfach, was sie wollen und scheren sich nicht drum, wem es gehört. Vielleicht sollten wir das auch einmal mit ihren Sachen machen. Die Zauberinnen verwenden mächtige Fokusse zur Verstärkung ihrer Zauber. Vielleicht könnte ich mit diesen Relikten auch mein eigenes Ritual verstärken. Sammelt 7 Gezeiten Leuchtfeuer. Alles klar. Wieder mit besseren Geschichten. Ich habe gar keine Geschichte erzählt, aber ist okay. Spezialist Wenecke, Munition. Raus damit! Raus damit! Ja, Munition muss immer raus. Raus aus dem Lauf. Raus aus dem Bogen. Einfach raus, ne? Gegen die Eindringlinge. Während wir versuchen herauszufinden, was wir mit diesen Kanalisieren machen, müssen wir jede Gelegenheit nutzen, sie zu treffen. Unsere Männer könnten bei der Zurückeroberung der unteren Mauer Unterstützung brauchen. Tötet ein paar Norgor für mich, okay? Tötet 15 der Norgor-Eindringlinge am Fort Dalen. Alles klar. Wiedereroberung der Verteidigung. Bis zum jüngsten Angriff könnten wir die Norgor abwehren. Einige unserer Leute sind noch da draußen. Die Gezeiten foltern sie wohl langsam bis zum Tod. Wenn ihr alle retten würdet, die ihr nur könntet, dann wären wir wieder etwas näher dran, die Oberhand zurückzugewinnen. Rettet 8 gestrandete Bataillonssoldaten. Ja, alles klar, du. Du, komm mal wieder längs, ne? Hier ist irgendwo Flugmeister. Du, Mia. Hallo. So, die gute Mia. Hallo. Hohepriesterin Nerea. Ist hier auch jemand zum Reparieren?
Das ist Wilhelm. Wilhelm! Für Ehre. Gut. Wilhelm haben wir auch getroffen. Der hat das früher auch immer so gemacht. Auf den Drop warten. Grüße geht raus. Kosten wir den? Nee, du, ich brauche jemanden, der mir repariert. Stollmeister. Rüstmeisterin. Ja, siehst du. Trotzen wir dem Sturm. Möge der Wind aus Montaun. Ja. Reparier mir mal bitte. Komm man wieder längs, so. Komm man wieder längs. Alles klar. So, was ist das denn hier für ein Symbol? Zeichen der Pfote. Bonusereignis, Haustierkämpfe. In Haustierkämpfen erhalten Erfahrung um 200... Oh, gibt's hier wohl wieder so ein Event oder sowas? Was der Fuchs wieder nicht mehr gekriegt hat. So, wir müssen hier unten so einiges tun. Wir müssen Norga umbringen. Wir müssen... Okay, das ging einfach. Kommt man wieder längs. Alter, hier ist ja richtig was los. Angreifer, Angreifer, Gezeitenlord. Hier ist richtig was los. Hallo. Guten Tag. Moin. Wie geht die das? Wir werden mal alle drei anfragen. Komm mal wieder längs. Bitte hier einmal einfach drauf zimmern, was geht, ne? Die zählen offensichtlich nicht als Nager, dann gehen wir da nicht hin. Gehen wir lieber nach unten. Was ist er denn, Alter? Der sieht mir zu gefährlich aus. Ja, ja. Für die Königin, gönn dir, je nachdem und alles, was du willst und so. Also, Bataillonssoldaten retten, alles klar. Naga-Eindringlinge im Norden töten. Gezeitenleuchtfeuer entzünden. Oh, wir haben ein bisschen was zu tun, ne? Hier kannst du nicht einfach so runtereiern. Da müssen wir den Berg ein bisschen runtergehen. Aber was kriegen wir hin? Da gehen wir einfach seitlich mal längst auf den Berg hinab, würde ich sagen. Oder Lübdat, oder? Was meint ihr? Guck mal hier, einfach ein bisschen runter. Dann klappt das doch. Da sind auch so Bataillonsleute hier, die hier rumstehen. Alles nice, würde ich mal sagen. Ja so, dann kommen wir mal wieder längs. Was ist mit ihm denn los? Er sieht ein bisschen unglücklich aus da hinten. Das stört ihn auch nicht, ne? Er chillt hier einfach nur rum. Ist immer so ein Gezeitenleuchtfeuer. Du siehst ein bisschen scheiße aus. Ich rette dich mal eben. Alles klar. Ihr werdet euren Mut nicht vergessen. Das ist nett. Das sind die Abgrundorle. Hallo. Ihr seid widerlich. Ich brauche eure Zähne. Gib mir mal all euren... Wie? Ich hab keine Zähne verloren. Was ist das denn jetzt? Ihr müsst doch Zähne verlieren, Leute. So müssen wir irgendwie diese Richtung. Wir sind hier falsch. Wir kommen da ganz falsch längs. So, da ist hier noch so ein Dingens. Die müssen wir umbringen. Da sind auch Lampen. Das ist alles da. Oh, guck mal hier. Er hat einen Elektrobegleiter. Komm mal wieder längs. Ach, hier sind die Abgrundorle. Alles dabei. Alles dabei. Alle. Hässliche Gesichter, alles was man braucht. Noch ein Abgrundorl. Während wir sie besiegen, kommen neue Abgrundorle noch. Wer kennt das nicht? Alter, was für Geräusche hier. Was für eine Geräuschkulisse. Mach mal kaputt jetzt. Es muss sterben. Jawoll. So, eben alles looten, was geht. Abgrund, All, Zorn, Zeugs, alles cool. Hier wollen wir noch jemanden befreien, der gar nicht so gefangen aussieht, aber trotzdem. Du, man befreit, was man kann, ne? Befreien, was geht, Leute. Befreien, was geht. So. Der Wächter, der läuft mir jetzt nach. Wir haben jetzt einen Kumpel. Richtig cool. Hier gibt es noch eine Lampe. Was ist das hier? Oh. Weiß nicht so genau. Abgrund Orde. Kommt ein Rando. Ja, Hahn, wir hören dich, ja. Oh, der Dicke kommt. Was ist er denn für einer, Alter? Scheiße. Hier raufballern. Gezeitenlord. Das ist nicht der Drachenlord, das ist der Gezeitenlord. So. Oh, immer munter, ne?
Munter! Der Gezeitenlord, Alter. Der hält was aus, so. Den haben wir nur so gut kaputt gekriegt, weil ich gerade dieses lustige Ding hatte, diesen Speer. Keine Sorge, es war nicht der Drachenspeer. So. Oh, das gibt's doch nicht, Leute. Ich muss auch die Folge mal beenden. Hier kann ich immer einer nach dem anderen dazu stoßen hier. Ich muss aber Schluss. Ja, weiter angreifen. Lass sie nicht kaputt hauen. So, die ziehen wir eben noch hier ran da. Das ist auch gut jetzt. So, ich verabschiede mich schon mal ein bisschen von euch. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen. Ihr habt den Hahn vor kurzem im Krähen gehört und wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst meine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns, wenn ihr Bock habt, gleich im nächsten Part wieder. Und bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.